Ich verwende dazu Baumwollgarn. Den habe ich bei Euroshop gekauft. 85% Baumwolle, 15% Polyester. Und Lauflinie ist 50 Gramm 107 Meter. Also diesen Top häkle ich in der Größe 110, 115 und wie immer nehme ich mir zur Hilfe so irgendein T-Shirt. Also für die Größe schlage ich 90 Luftmaschen an. Ich schließe diese erst noch nicht zur Runde, sondern häkle erstmal erste Reihe einfach Stäbchen. Also noch zusätzlich zu den 90 Luftmaschen, zwei Luftmaschen anschlagen und in die vierte Luftmasche Stäbchen häkeln. In jede Luftmasche der Vorrunde Stäbchen häkeln. Ihr könnt ruhig ein paar Luftmaschen mehr anschlagen, damit man sich nicht verzählt und am Ende der Reihe kann man die Luftmaschen, die übrig bleiben, einfach aufmachen. Die Maschenanzahl der ersten Runde muss teilbar durch 3 sein. Also 90 Maschen, die lassen sich durch 3 teilen. Für weitere Größen kann man noch weitere Maschen anschlagen. Also jeweils 3 Maschen dann dazu rechnen. So, also die erste Runde nur Stäbchen häkeln. Ich habe den Anfang schon mal gemacht. Das schaut dann so aus. Und die erste Runde, ich habe da auch Luftmaschen übrig. Die mache ich dann einfach auf. Und dieses Ende vernähe ich dann einfach zusammen. Also hier, so schaut es, so schaut die erste Runde aus. Also ich habe jetzt die Stäbchen gehäkelt. Ich schaue, dass die durch 3 teilbar sind. Immer 3 Maschen. 2 häkle ich noch. Jetzt wende ich das Ganze und erst jetzt schließe ich die Runde. Also ich gehe hier in die dritte Luftmasche rein, hole die Masche und ziehe die linke Masche durch die rechte durch. Jetzt habe ich meine Runde geschlossen. Jetzt fangen wir die zweite Reihe an. Das ist die Reihe. Und zwar, ich fange mit 5 Luftmaschen an. Dann überspringe ich ein Stäbchen in der Vorrunde und häkle in das nächste Stäbchen ein Stäbchen. Dann 2 Luftmaschen. Ich überspringe ein Stäbchen und gehe in das
zweites Stäbchen rein und häkle ein Stäbchen. Dann wieder zwei Luftmaschen, eine Masche überspringen, ein Stäbchen häkeln. Zwei Luftmaschen, eine Masche überspringen, ein Stäbchen häkeln. Und so die Reihe oder die Runde zu Ende häkeln. Am Ende der Reihe häkle ich zwei Luftmaschen und schließe die Runde. Ich gehe in die dritte Luftmasche rein, hole eine Masche und ziehe die linke Masche durch die rechte durch. So, jetzt habe ich die Runde geschlossen. Das schaut hier so aus. So, dritte Reihe beginne ich mit drei Luftmaschen und häkle in jede Masche der Vorrunde ein Stäbchen. Also in die zwei Luftmaschen ein Stäbchen häkeln, in das Stäbchen ein Stäbchen. Und dann wieder in die zwei Luftmaschen und in das Stäbchen. Und so die ganze Runde arbeiten, also in jede Masche der Vorrunde ein Stäbchen häkeln. Und wir schließen die Runde auch da mit einer Kettmasche, also wir stechen in die dritte Luftmasche ein und schließen die Masche, die Runde mit der Kettmasche. So, die vierte Reihe beginne ich mit 5 Luftmaschen. Ich überspringe ein Stäbchen der Vorrunde und häkle in das nächste Stäbchen ein Stäbchen. Dann 2 Luftmaschen. Jetzt überspringe ich 2 Stäbchen und häkle in das dritte Stäbchen ein Stäbchen. 2 Luftmaschen, jetzt überspringe ich wieder ein Stäbchen und häkle in das zweite Stäbchen ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und jetzt überspringe ich wieder 2 Stäbchen und häkle in das dritte Stäbchen ein Stäbchen. Und so im Wechsel immer einmal eine Masche überspringen, einmal 2, dann wieder eine und dann wieder 2 Maschen überspringen und so die Runde zu Ende häkeln. Auch dann schließen wir die Runde mit einer Kettmasche, also 2 Luftmaschen in die dritte Luftmasche einstechen, Masche holen, die linke Masche durch die rechte durchziehen. Nächste Runde fange ich mit 3 Luftmaschen an und häkle da wieder in jede Masche der Vorrunde ein Stäbchen. Also die letzten 2 Runden stets wiederholen, bis wir die gewünschte Passenbreite erreichen. Also ich habe für die Größe 110 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Runden insgesamt nach diesem Muster gehäkelt. Ab der 8. Runde fängt das andere Muster an. Das zeige ich euch gleich auch. So, das andere Muster, wir häkeln erstmal 5 Luftmaschen. So, wir haben zum Beispiel hier diese 3 Kästchen, an diesen 3 Kästen häkeln wir 2-mal diese 5 Luftmaschen. Also das heißt, ich gehe hier jetzt mittig rein und häkle eine feste Masche. Dann wieder 5 Luftmaschen. Jetzt habe ich hier das dritte Kästchen, ich gehe in dieses Stäbchen rein und häkle da eine feste Masche. Also wir haben jetzt an 3 Kästchen 2 solche Bögen gehäkelt. Und genauso weiterarbeiten. 5 Luftmaschen
Hier haben wir drei Kästchen, in die Mitte einstechen, feste Masche häkeln, dann wieder 5 Luftmaschen und am Stäbchen eine feste Masche. Also die Runde zu Ende arbeiten.